Harald Reichenbach, wie ist die Idee entstanden, ein internationales Filmfestival in Gstaad zu organisieren? Das ist standgekommen vor, also wir haben jetzt die vierte Ausgabe vor 8 Jahren. Und zwar ist das aufgrund des Geburtstags der Kulturszene Bédan, Saanenland Obersimmental, der Bandwurm. Wird es anscheinend bald mal geändert, der Titel hoffentlich. Und auf jeden Fall hat jetzt ein jähriges Jubiläum gefeiert und man hat sich überlegt, was man könnte machen. Und der Beat Michel ist nachher zu mir gekommen, an die Galerie hergetreten, für zu fragen, ob ich eine Idee habe, was man könnte machen zu diesem Geburtstag. Da ich eine Galerie hatte, sind wir natürlich sofort auf die Idee gekommen, ich gesagt, man muss irgendwie Künstler zeigen. Und der Mark Rome hat nachher rausgesucht und wir haben gesagt, wir machen ein Filmfestival für Künstler. Die Filme sind alle eben von Künstlern, die normalerweise anders künstlerisch tätig sind, eben keine Filme drehen. Wieso hat man dieses Konzept gewählt? Das ist wiederum eben der Mark Raum, ein Künstlerkollege von mir, der in der Galerie mitgearbeitet hat damals. Er hat ein sehr gutes Netzwerk und hat sich nachher erkundigt und nachgesucht, wo das eine Nische könnte sein. Wir haben gesagt, wenn man Kurzfilme allgemein präsentiert, hat man eine extreme Flut von Eingaben und das ist schon Nummer eins. Technisch nicht machbar, mit einer Jury in einem Wochenende nachher das alles zu visionieren. Und von dem her haben wir gesehen, man muss es beschränken. Und der Marc hat herausgefunden, dass es in ganz Europa zumindest kein ebenbürtiges Festival gibt, wo Künstler, die eine Künstlerbiografie haben, aus sich in Anführungszeichen hobbymässig bis fast profimässig mit dem Medium Film beschäftigen, dass man dann eine Plattform macht. Die Gewinnerin Shelly Nadashi kommt aus Israel. Was ist das Besondere an ihrem Film? Ich glaube, Shelly Nadashi kann man nicht nur an ihrem Film messen, der jetzt hier präsentiert wird und eben noch den Preis gemacht hat. Es ist vielmehr auch das Gesamtkunstwerk Shelly Nadashi, das die Jury überzeugt hat. Das heisst, sie hat dann ein zweites Werk präsentiert, wo sie einfach ihr Bewerbungsschreiben für die Kunsthochschule theatralisch in einer Performance tut, ausformulieren. Das ist sehr witzig. Speziell jetzt der Film von Yellow Exercise hat überzeugt, einfach durch seine experimentelle Form. Sie hat unheimlich viele verschiedene Sachen ausprobiert, hat eigentlich nicht einen roten Faden vom Thema her, aber vor allem eben von der Ausreizung von allen technischen Möglichkeiten und in einer Art auch Schnapsidee, die wahnsinnig lustig war letztendlich. Ja. Was war Ihr persönliches Highlight vom Filmfestival? Ja, ich glaube, das ist ziemlich schnell gesagt. Also, das war sicher, dass wir aus einem Jux raus mehr oder weniger den Kontakt zum Roman Polanski gesucht haben, der hier ein Haus hat. Nachher ist in dieser Zeit, wo das wirklich spruchreif wurde und es sich interessiert hat, ist er leider ein Festival besuchen. Ist daraufhin eingesperrt worden. Und dann hat man das natürlich ruhen. Und 4-5 Tage jetzt, vor dem Festival habe ich nachher gedacht, jetzt kann ich gleich nochmal zu dieser Bezugsperson fragen. Und dann war die total froh, gewesen, hat sofort wieder telefoniert und nachher hat auf das wieder Roman Polanski gesagt, er könne natürlich einfach wegen den Bedingungen, die er drin lebt, im Moment nicht aufkreuzen, weil gar keinen öffentlichen Auftritt machen, aber er würde ganz gerne eine handgeschriebene Depesche an mich schicken, die man nachher können verlesen kann. Und ich finde, das ist natürlich ganz toll, wenn so ein Koryphäe wie der Roman Polanski unsere Idee von einem Filmfestival zu Gstaad unterstützt. Super, vielen Dank.